Guten Morgen und herzlich willkommen hier vom Stuttgarter Parkett. Der DAX ist relativ ruhig in den Handelstag gestartet. Bei 11.500 Punkten tritt er mehr oder weniger auf der Stelle. Die Vorgaben, die wir aus Asien gesehen hatten, überwiegend freundlich. Der Nikkei-Index konnte wieder zulegen. Aus den USA ein zaghaftes Plus. Insgesamt allerdings aber eher eine abwartende Haltung festzustellen. Abwarten natürlich auf das große Ereignis heute in den USA. Die Midterms-Wahlen, das heißt die Zwischenwahlen, die immer in der Mitte einer Präsidentschaft stattfinden. Und da ist man natürlich gespannt, ob es für Donald Trump dieses Mal einen Denkzettel gibt. Gewählt werden verschiedene Ämter, besonders spannend der Kongress und die beiden Kammern. In beiden Kammern haben die Republikaner, also die Partei von Donald Trump, aktuell noch die Mehrheit. Die große Frage ist, ob sie das auch nach den Wahlen noch haben werden. Und sollte das nicht der Fall sein, dann würde das die Regierungsarbeit auf jeden Fall erschweren. Wir sind gespannt. Um 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit, also unserer Zeit, sollten dann die ersten Hochrechnungen aus den USA kommen. Blicken wir noch auf Apple, ein Unternehmen, das in diesen Tagen auch durchaus Aufmerksamkeit bekommt. Der Kurs hat zuletzt doch deutlich korrigiert. Vor der Vorlage der Zahlen bei 195 Euro, mittlerweile bei 177 Euro, unter der magischen Bilanzierungsmarke von 1 Billion Dollar. Das war zum einen der schwache Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft, der eben enttäuscht hat. Und jetzt gibt es noch Spekulationen über Produktionskürzungen beim neuen iPhone XR. Das alles drückt auf die Kurse. Ja, blicken wir auch noch auf die Deutsche Post. Die hat Quartalszahlen vorgelegt. Ein Gewinn von 146 Millionen Euro wurde ausgewiesen. Das ist mehr, als die Analysten im Vorfeld erwartet haben. Aber nichtsdestotrotz ein Rückgang von 77% gegenüber dem Vorjahresquartal. Und es waren die Verluste in der Paket- und Briefsparte, denn da gab es durch die Sanierung allein Kosten von 392 Millionen Euro. Aber wie gesagt, man hatte die Erwartungen schon nach unten geschraubt mit der Gewinnwarnung im Juni. Jetzt lag man darüber, dementsprechend eine Erleichterung, muss man fast schon sagen, am Markt. Ein kleines Plus von rund 1% in der Aktie der Deutschen Post, die allerdings ein schweres Jahr hinter sich hat. Auf Jahressicht ein Minus von 30%, damit auch deutlich schwächer als der DAX. Ja, blicken wir noch auf die Wasserstände. Der DAX, wie gesagt, der tritt auf der Stelle. Der Dow Jones Index, der konnte am Vortag zulegen. Bei Euro-Dollar tut sich aktuell noch relativ wenig. Wir sind nach wie vor bei der Marke von 1,40 Dollar. Wenig Bewegung auch beim Edelmetall Gold. Hier ein Preis aktuell von 1.231 US-Dollar. Also abwartende Haltung. Aber wenn die Ergebnisse aus den USA kommen, dann könnte das durchaus für Bewegung auf dem Parkett hier sorgen. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.